Yo Leute, hier ist wieder Dan 28 Tube und das hier ist und ich bin Dan. Sorry, dass ich gerade so gehangen habe in meiner Sprache. Jedenfalls hier wieder mein neuestes Video mit Roblox. Genauer gesagt Roblox Los Angeles. Mal wieder einer meiner vielen Server. Ja, ich zeige jetzt halt hier mal, was ich alles schon gemacht habe. Ja, also hier sitze ich eben gerade, also fahre gerade einer der berühmten Metrobusse. Im Übrigen wird die Welt sehr gut kopiert von echt. Und zwar stellt die ganze Gegend das echte Los Angeles dar. Bin halt noch nicht so weit, obwohl ich schon seit 2017 dran baue, aber mehrfach Pause gemacht habe für andere Server. Ja, jedenfalls da drüben endet dann die Spielwelt. Das heißt, man kommt gerade halt noch nicht nach Downtown und so oder Hollywood. Aber diese Straße hier wird irgendwann nach Hollywood führen. An alle, die nicht so aus Los Angeles oder so kommen oder nie dort waren. Die Straße hier, das ist die Vermont Avenue und das hier ist die echte Autobahn, die dort führt. Plus dort eben dann die Green Line, nur nicht mit dem Green Line Zug. Ja. Also, zum Vergleich, das wird alles. Warte, ich muss kurz wechseln. So, jetzt seht ihr kurz das Programm. So, hier. Das ist der Punkt, wo der Roblox-Server ist. Der fängt also auf der echten Karte von Los Angeles, fängt der hier an. Geht eben hier bei diesem Supermarkt. Sieht man hier. Ist dann dieser Supermarkt, den ich gerade eben schon gesagt habe. Obwohl ich natürlich sagen muss, hier auf der Seite ist die Karte halt noch realistischer gebaut als jetzt da weiter vorne. Das liegt daran, hier habe ich eben wirklich angefangen. Das hier ist der Startpunkt. Da habe ich halt wirklich noch jedes einzelne oder fast jedes einzelne Detail hingemacht. War nicht so gut, aber das ist ja auch kein Drama. Das wird von 1 zu 3 kopiert, weil eben die Straßen werden kopiert. Nicht so wie die anderen Leute auf Roblox. Das hier ist wahrscheinlich das erste Roblox Los Angeles, das wirklich realistisch ist. Auch wenn ich noch viel Arbeit zu tun habe, weil also hier ist zurzeit ein Endpunkt. Und hier der andere. Die Gebäude sind da noch nicht vorhanden und so. Und auf der gesamten Karte. Ja, das alles. Und dann baue ich eben diese Straße hier immer weiter. Bis ich dann irgendwann so abbiege und dann hier eben die Innenstadt kommt. So.
Zurzeit gibt es da auf dem Server noch nicht so viel ma zu machen wie zum Beispiel in Tri-City, weil es halt wirklich noch alles richtig im Bau ist. Aber es ist spielbar. Hier in den Bussen kann man auch die Linie einstellen. Es gibt alle originalen Linien. Ich habe sie nämlich von Wikipedia kopiert, also dort eben geguckt, welche Linien es dort gibt, weil ich selbst komme ja nicht aus Los Angeles. Deshalb weiß ich dann sowas nicht. Deshalb gibt es dafür zum Glück Wikipedia und Google Maps oder Earth, wie gerade eben gezeigt. Ansonsten wäre ich echt geliefert. Ja. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich mehr von meinem Roblox Los Angeles zeige, dann könnt ihr das in den Kommentaren schreiben. Unter. Okay, ihr könnt eigentlich das schreiben, was ihr wollt. Also wenn ihr mehr wollt, aber auch wenn ihr es nicht mehr wollt. So, also zurzeit habe ich erstmal alles gezeigt. Und ich glaube, hier in diesem in dem Subway höre ich jetzt mit dem Video auf. Also, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.